Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Abgefahren. Wir zocken heute Giant Machines 2017 und sehen schon große Räder im Hintergrund und ein paar dicke Maschinen, die wir uns da erahnen lassen können. Der Entwickler Playway, der ja auch Construction Simulator, glaube ich, gemacht hat und den Car Mechanic Simulator, der hat mir den Key zugeschickt, weil er mich mag und deswegen habe ich gedacht, spiele ich das doch einfach mal. Es kann ja schon mal sein, dass bei solchen Spielen ab und zu mal eine Perle dabei ist. Ne? U-Truck Simulator hat es ja vorgemacht. Mal gucken, was wir hier so unter den Hintern bekommen und was wir hier so machen müssen. Ich habe schon einmal kurz reingeschaut, deswegen ist das jetzt nicht ganz fair. Kurz mal eben zur Grafik. Ich nehme nur 30 FPS auf, die Grafikqualität steht auf Mittel. Ich glaube, die könnte ich aber auch auf Hoch oder Ultra stellen. Es wird nicht besser als 30 FPS. Ihr seht da, die Veränderungen sind auf jeden Fall zu sehen und sehen auch gut aus. Aber auf Mittel finde ich das eigentlich noch okay. Naja, aber es ist nicht wirklich optimiert von der Engine her, nennen wir es mal so. Aber wir können uns dafür die Autoren angucken, die sich das Ganze hier ausgedacht haben. Ja, da haben wir hier so einen schönen Star Wars Credits, der hoch und runter fährt. Ist das nicht toll? Da sehen wir es. Christoph Krostowski, Jakub Trebienski, Code Horizon Team, CEO Kami Lebeck. Also in Zusammenhang mit dem Code Horizon Team wurde da offensichtlich noch am Code geschraubt. Aber ja, könnt ihr euch selber angucken. Wir klicken mal auf neues Spiel und gucken, was passiert. Aha, frisch gewagt ist halb gewonnen. Zumindest die Übersetzung scheint gut zu sein. Unfortunately, our main machine has a small malfunction. Alright, Tony, thanks for the information. That's a... The bucket wheel excavator was just fired. I sure hope you can do better. Use the Thug ZM tow to get closer to the field workshop. Oh yeah, Tony, the Fox ZM, it's a heavy accent you've got on there, mate. Ja, ziemlich geil, ziemlich guter Accent. Ich glaube, hier habe ich dann auch schon wieder aufgehört, weil ich dachte, nee, das wird bestimmt witzig, das nehme ich mal auf. Und ja, jetzt sind wir hier in einer Lagerhalle und müssen uns den Thug ZM unter den Nagel reißen. Das ist das gute Flughafengerät hier, so wie es aussieht. Thug ZM, was ist das denn für ein Name eigentlich? Kann ich eigentlich irgendwas machen noch mit anderen Gegenständen? Huch, okay, springen geht, das geht schon mal. Moin, moin, kann ich auf den Tisch springen? Nein, 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 geht nicht. Ich kann, glaube ich, nichts in die Hand nehmen. Ich kann, aha, ich kann rennen auf L2. Hier liegt was rum. Nee, ich glaube, das ist nicht so interaktiv jetzt. Ich glaube, wir rennen eher mal zum Fox und können da hineingehen. Ist ja wunderbar. Was können wir unten links eigentlich machen? Scroll-Anzeige back. Das ist doch bestimmt Select. Jawohl. Aha, Gasbremse. Links, rechts, alles mit dem linken Stick. Okay. Wir können Ausgang. Wir können Motor anmachen. Oh yeah. Oh, Moment, ist das... Ah, Moment, ist das Mucke... Hidden Blues. Also natürlich ist das Mucke. Oh, guck mal, Franz Schubert, Ave Maria. Ist da GEMA drauf? Ave Maria. Handbremse ist angezogen. Ja, ich glaube, ich lasse die Mucke mal aus. Ich habe echt ein bisschen Schiss vor GEMA. Obwohl das ja eigentlich bei Titeln von Playboy nie so das Problem war mit der GEMA. Aber ich fahre hier gerade die Kiste. Oh, die lässt sich ein bisschen rumschleudern. Können wir hier irgendwie eine andere Kameraansicht? Jawohl. Aha. Aber dann kann ich mich nicht umgucken. Gibt es denn noch eine? Okay, die ist näher dran. Ach, in der kann ich mich umgucken. Alles klar. Yeah. Was ein Moped. Warte, können wir nicht. Da, Scheinwerfer. So, auf jeden Fall schickes Auto, schönes Design. Kann man nicht anders sagen. Ja, und wir fahren hier gerade aus der... Ich mach die Scheibe einfach mal wieder aus, die sind ein bisschen hell. Wir fahren hier gerade aus der Lagerhalle heraus. Guck mal, was schon einen Weg zurückgelegt haben. Und hier auf so eine Kiesgrube zu. Boah! Boah! Was ein Bagger! Warte mal. So. Boah! Fettes Ding, ich mach mal eben weg hier. Ja, alles klar. Ich denke mal, damit müssen wir was machen. Aber erstmal voll Turbo, voll Speed zu unserem Checkpoint. Alter Schwede! Das ist mal ein richtiges... Viech. Ich komme ein bisschen durcheinander, weil ich die Kamera bewege und gleichzeitig lenken muss. Ah. I'll try, Tony. Thanks for all the information about the broken tire on the bench. Think I will park my car here. Warte, kann ich nicht Handbremse? Wo war denn Handbremse? So, so und dann Handbremse! Wir sind ein bisschen unten drin gewesen, aber Motor bitte aus. Nein, mach doch den Motor aus da und jetzt schnell aussteigen. Ich hab keinen Bock auf GEMA Musik. So. Where, Tony? What was the Aufgabe you gave me? Da! Kaputte Schläuche aufheben. Heben wir natürlich auf.
Repariere die Beschädigung. Huch. Okay, pack mal hier auf den Tisch und jetzt müssen wir reparieren. Och nee. Gedrückt halten. Ich spiele mit dem Controller gerade übrigens. Das klappt ziemlich gut. Ich musste da nichts einstellen, aber ja. Das Quicktime-Event. Man muss es hier festhalten. Wow. Und dann wird danke. Hey, try not to die while you're attaching the wires to the actuator 100 meters above the ground. That's a very good idea, Tony. Or you will have to call a Leichenwagen to get me out of there. Ja, ihr habt's gehört. Ein bisschen schrauben, ein bisschen klopfen und schon ist der Schlauch fertig und repariert. Ich bin von der Grafik jetzt mal gar nicht so enttäuscht gerade. Das Ding hier sieht mächtig imposant aus und ich wette, mit hohen Einstellungen sieht das auch nochmal besser aus. Aber ich kann euch sagen, die Framerate ist wirklich kacke. Ich kann da nach oben gucken, da habe ich 200 FPS, nach unten gucken und ein bisschen drehen. Und dann sinkt der, egal bei welchen Einstellungen, ab, immer so auf 30, 35 oder 40. Was habe ich jetzt gemacht? Ach, ich bin hineingegangen, ich wollte doch... Hä? Jetzt hat er mir die Schläuche geklaut oder hat er die ins Auto gelegt oder was? Wo sind die Schläuche? Das gibt's ja gar nicht jetzt. Bin ich ein bisschen überfragt gerade. Wir machen mal eben den Motor an. Oh nein, Radio bitte aus. Achso, jetzt ist aus, da steht aber trotzdem noch Kevin's Classics. Handbremse lösen. So, und jetzt auch mal eben gucken, wo unsere Schläuche abgeblieben sind. Abbremsen, aussteigen. Ah, ja, komm hier, Handbremse habe ich jetzt auch nicht gezogen, Motor aus. Ja gut, jetzt habe ich ein kleines Problem und finde die Schläuche nicht. Was soll der Quatsch? Sind die einfach weggeglitscht oder liegen die da jetzt wieder am Tisch? Das kann natürlich auch sein, dass ich jetzt nochmal reparieren muss, weil die sich resettet haben. Nee, Palette leer, Workbench leer. Die hier irgendwo drauf. Oh, ich kann ja wegschieben. Nice. Weil die Handbremse nicht angezogen war. Wo sind denn jetzt die Schläuche? Sind die weggesprungen oder so? Hier vielleicht in der Nähe irgendwo? Nee, wisst ihr was? Ich sehe hier keine Suche oder so. Wir gucken uns mal eben diese wunderbare Übersetzung an. Erneuern können wir. Letzte Nachricht zeigen. Beginnen mit dem letzten Kontrollpunkt. Ich glaube, das ist das Richtige. Well done. Jawohl. Yeah, thank you, Tony. You said as before that we can't fall down to death from this high building. Jetzt lasse ich den, glaube ich, nicht mehr hier. Ich dachte, ich hätte den da jetzt ablegen können und könnte schön mit dem Viech dann dahin fahren. Aber ich glaube, wir latschen jetzt einfach mal. Oh, guck mal. Da oben müssen wir hin. 125 Meter Luftlinie von unserem Punkt. Und da sehe ich schon Treppen. Wie kommen wir denn sonst hier auf... Ah, da ist auch eine Treppe. Hui, sehr gut. There's a trap that's going on there. Ich habe mal so einen großen Schaufelradbagger. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Schaufelradbagger ist... Doch, könnte sogar richtig sein. Die haben noch so ein fettes Schaufelrad als Bagger. Den habe ich irgendwo mal gesehen, wo der... Ich gehe mal hier einfach mal die Treppe hoch. Ich hoffe, das ist richtig. Wir müssen da nach oben. Das sieht gut aus, ne? Habe ich irgendwo mal gesehen, wo der... weiß ich nicht, ein paar hundert Meter über eine Autobahn musste oder so und dafür natürlich alles weggesperrt werden musste. Das war schon ziemlich beeindruckend, weil du den dann auch von einer riesigen Entfernung... Guck mal, wie ich mich hier auskenne. Weißt du, ich kenne mich halt hier aus. Das ist mein Zuhause. Was sind ja eigentlich für Teile? Hier klingt es übrigens die ganze Zeit so wie mit so einer laufenden Klospülung vom Nachbarn. Huh, was war das? Hä? Ach so, ich dachte gerade, dieses Symbol war irgendwie... ist eingeploppt. Nee, wir können ja ganz normal hochklettern. Es klingt auch übrigens, als wären wir ein Pferd. Hallo? Oh, wir haben genau die richtige Leiter getroffen. Ich habe da noch andere Treppen gesehen, wo ich dachte, die müssen wir auch noch nutzen, aber müssen wir gar nicht. Sehr, sehr gut. Mal eben gucken, ob wir runterfallen können. Da, just as Tony... das ist ziemlich hoch. Könnten wir hier schon drauf und ein bisschen nach... dahin balancieren. Ich traue mich gerade nicht zu springen. Ne, komm, wir bringen das hier erstmal oben an und dann bringen wir uns vielleicht nochmal um. Müssen wir sehen. Aber ich frage mich natürlich, was so ein kleiner 2-Meter-Schlauch da jetzt oben soll. Ist da, weiß ich nicht, muss da mal wieder sauber gespritzt werden oder so. Kommt da Dreck hin, die ganzen Möwenscheiße, die natürlich erst auf diesen höheren Teil der Maschine fällt und da Rost verursacht oder so. Ich bin der König der Welt! Halt's Maul! Okay. Fits like a glove. Our next step requires starting the electromechanical transformers. Go to the main platform and turn them on. Geil. Also müssen wir jetzt wieder runter und den Umformer, den elektromechanischen Umformer starten. Sieht doch ganz danach aus. Na jawohl, wieder 100 Meter runter. Ich könnte natürlich jetzt... Ich glaube, das Spiel ist gerade abgestürzt. Ja, irgendwas passiert hier gerade.
Einen Moment. So, jetzt machen wir die ganze Scheiße nochmal hier aus. Wunderbares Horse. Da gab es wirklich gerade einen Spielabsturz, aber ich glaube durch ein Programm, was ich noch offen hatte und nicht durch dieses Spiel. Jetzt musste ich aber trotzdem nochmal bei dem letzten Checkpoint anfangen und den Schlauch nochmal stecken. Und jetzt reiten wir hier in vollstem Galopp nach oben. Ich hatte natürlich die ganze Zeit die Sprinttaste gedrückt und zack! Yeah. That you told me already. Danger, high voltage, keep off. Or else you will fly off this high building. Ich bin immer noch ein bisschen versucht zu springen. Sollen wir es einfach mal versuchen, ob wir wirklich sterben können? Ich will das jetzt wissen. Es geht offensichtlich, alles klar. Nur zu wissen. Ich hoffe, das ist jetzt oben wieder unser... Jawohl. Witzig, alles klar. Ja, alles klar, wir kommen so wieder runter und ich kann sogar... Nee, sprinten kann ich gar nicht. Jetzt muss ich nochmal eben versuchen, kann ich springen und dann wieder dran? Jawohl! Pass mal auf, dann machen wir nämlich so. Zack, 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 zack. Habt ihr das gehört, wie das klingt? Jetzt muss er ganz schnell, mit ganz schnellen Beinbewegungen den Sprung abfangen. Großartig, das ist ja super. Jetzt starten wir erstmal, wie der Tony es uns gesagt hat. Halten wir erstmal das ganze Ding hier. Was müssen wir denn halten? Ich kann nur... Genau dazwischen kann ich halten. Rechts kann ich halten. Ja, ich halte. Ich halte immer noch. Achso, das sind diese Dinger, wo ich mich gerade gefragt habe, was das für Dinger sind. Die fahren jetzt aus. Aha. Now this giant requires proper cooling. Oh. Turn on the two main fans using the lever on the back bridge. On the back bridge? Does that mean I have to walk again 1000 miles? Kann ich hier nicht so einen Segway draufstellen einfach und dann damit rumcruisen? Andererseits, ich habe schon ein Pferd, ne? So, muss ich hier schon? Ist das hier schon die Backbridge? Ich glaube, ich bin hier komplett falsch rumgelatscht jetzt gerade. Da ist ein Raum. Ne, hier sind auf jeden Fall Steuereinheiten. So, umschalten. Cooling activated, ich werde hier weggeblowt oder was? Ne, werde ich nicht. Achso, zwei Ventilatoren, dann bin ich hier gerade vorbeigelatscht. Okay. Thanks a lot, Tony, for this Hinweis. Ja, es ist sehr präzise hier alles. Systems are up and running. Amazing. Go to the driver's cabin, start the bucket wheel excavator, and take it to the silicone excavation site. Go to the driver cabin, habe ich erst verstanden, aber es ist natürlich the driver cabin. Und da rennen wir jetzt hin. Kann ich hier runterspringen vielleicht? Nee, ist eh gesichert. Gegen selbstmordgefährdete Minenarbeiter. Und hier komme ich nicht. Hier komme ich nicht längst. Wir machen keine Let's Play-Reihe raus, ne? Keine Sorge, aber ich habe hier gerade mal so ein bisschen Bock, so ein bisschen rumzugucken und erforschen und, wow, alles klar. Nee, jetzt darf ich so ein dickes Ding fahren. Ich dachte, wir machen jetzt nur Quatsch, aber... Gaspedal, Bremse, ne? Motor. Achtung, wir machen den Motor mal an. Ach, guck mal, da steht sogar die Radiosender. Ich will es nicht riskieren. Ich habe leider gerade nicht nachgeguckt, ob es irgendwie GEMA-Mucke ist oder so. Aber ich will es nicht... Guck mal, hier Geschwindigkeit und... Alter, jetzt dürfen wir das dicke Ding bewegen. Hier kann ich auch die Kamera um... Ja, genau! Alter! Ja gut, ey, dann fahren wir geradeaus. Ah, natürlich die Handbremse. Natürlich ist bei diesem Riesengerät die Handbremse noch aktiviert. Habe ich ja ganz vergessen. Zack, dann geht's los. Oh, wie geil. Jetzt kann ich mich auch... Jetzt kann ich auch lenken. Tatsächlich. Also das ist ja schon... Ist schon nice. Kann man wohl schon mal machen. Hier wollte ich nochmal eben ins... Oh! Alter, jetzt kann ich hier... Wie kann ich denn hier schaufeln? Ich würde gerne schaufeln, bitte. Das ist ja geil. Modus Treiber. Wo kann ich denn den Modus ändern? Muss ich bestimmt die Handbremse für anziehen? Bestimmt? Nee, muss ich nicht. Ja gut, kriegen wir vielleicht gleich noch hin. Aber erstmal gehe ich ins Cockpit und drücke die richtigen Hebel. 2,5 km/h, das war auch die gefühlte Geschwindigkeit, die das echte Gerät gefahren ist, als wir uns das da angeguckt haben. Denn es stand da einfach nur rum. Aber, der ist schon beeindruckend. Ich würde gerne mal wissen, wie schwer das Ding ist und welche Vibration es gerade im Erdreich auslöst, wenn wir hier so über den Asphalt ballern. Durch die Kiesgrube kiesen. So, das dauert aber jetzt noch ein bisschen lange, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Es ist aber schon arg beeindruckend. Und eine coole Idee, aber einfach diese größten Maschinen der Erde, die sie wahrscheinlich sind, hier rumzufahren und damit mal ein bisschen einzuparken vorwärts. Rückwärts einparken ist dann Mission 2 und seitlich einparken ist Mission 3.
So, jetzt gibt mal Kette hier. Kann ich in den zweiten Gang schalten oder so? Haben wir hier irgendwie Gangschaltung? Nee. Nee, auch sonst. Alles recht karg ausgestattet. Da gibt es zwei Danger-Kästen. Da sind Gefahrenwerkzeuge drin. Eine spitze Axt und ein Schwert und Maschinenpistolen. Ein bisschen Sprengstoff. Also alles, was das Leben ein bisschen interessanter macht hier so bei 2,5 km/h. Ah! Komm schon, gib ihm! Los, 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 los! Ist aber schon geil, ne? So. Kann man hier so tun, als würden wir schon baggern. 26 Meter noch. Wir haben es gleich geschafft. Ich fahre stumpf geradeaus mit 2,5 km/h. Aber guck mal, rechts unten die Anzeige 2,5 km/h. Darüber steht eine 1. Das könnte wirklich die Ganganzeige sein. Jetzt frage ich mich. Okay. Ich habe jetzt den linken Stick reingedrückt. Schalte ich damit vielleicht den Modus um? Kann das sein? Nein. Aber dann kann ich schneller fahren auf einmal, ey. Dann gehe ich von Leerlauf in den... Ah, okay. Wenn ich den... Nee, ich verstehe es nicht. Ich fahre nach vorne. Ich drücke den Stick. Das Ding geht in den Leerlauf, obwohl ich den Stick weiterhin nach vorne drücke. Ich drücke nochmal den Stick. Wir gehen in den ersten Gang. Ich drücke nach hinten. Er geht automatisch in den Rückwärtsgang. Da. Ich drücke nach hinten und drücke den Dings und da passiert nichts. Es ist eine nicht ganz... Ich glaube, es ist so ein Halbautomatik, halb manuellen Modus oder sowas. Komme ich jetzt gerade nicht ganz genau hinter. Aber es tut mir leid, es dauert ja auch alles schon viel zu lange. Wir wollen doch nur einparken. Da, noch ein bisschen. We can start mining tomorrow. Oh yeah, I can take a nap now. Nächste Mission. Sehr gut, Mission erfolgreich erfüllt. Der Schaufelradbagger ist bereit zur Arbeit. Das ist ja wunderbar. Ich böcke schon wieder rum dafür, dass es so spät ist. So we can start extracting the silicone ore and filling our containers with it. And we can start extracting the silicone and fill up all the boobs of all the low brass women out there. Start the whole truck and take it to the unloading side of the bucket wheel excavator. Remember to monitor the hydraulic pressure levels. Oha. Going over the allowed maximum value will result in an emergency shutdown of the machine. You'll okay. have to exit the machine and reset the fuses. Fuses. Reset. Oh yeah, ein dicker Kipplaster. Ey, ich wollte übrigens nicht mich jetzt gerade hier für Schönheitsoperationen aussprechen. Es war einfach nur ein Spaß. Motorrad. Darf ich Motorrad fahren? Ist das eine BMW tatsächlich? Ja, sieht so ein bisschen abgewandelt aus, ne? Und kann man leider nicht. Oh, das ist aber schade. Ich könnte mir doch hier kein Motorrad hinstellen, was so ein bisschen detailreich aussieht. Ich möchte doch... Egal, dürfen wir halt das Ding erfahren. Ist auch nicht so traurig. Der hat sogar eine Punkteanzeige, wie viel Dreier man da reinwerfen kann. Wunderbar. Ich habe jetzt leider schon wieder vergessen, was ich machen soll. Komme ich überhaupt hoch? Ja, komme ich. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass der Hydraulikdruck der Maschine nicht zu hydraulisch wird. So, komm. Spurte hier hoch, mein Freund. Muss ich hier schon irgendwas machen? Nein. Aber hier ist das Voltometer. Egal, wir laufen einfach stumpf den Punkt hinterher. Öffnen die Kabine. Natürlich muss man von rechts einsteigen. Ist ja auch ein Linkssitzer. Und starten den Muldenkipper. Machen wir wahrscheinlich erstmal wieder das Radio aus, ja. Ah, Moment, ich hab grad... Nein, 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 nein. Raus, raus. Ich will hier raus, raus, raus. Stopp. Komm, gib mir doch. Jetzt gib mir doch die Kontrolle über alles. Da. So, und jetzt kann ich mal eben hier hingehen. Und die Radiolautstärke reduzieren auf ein Minimum. So, los geht's. Wir haben den Multiplier gestartet. Handbremse natürlich gelöst. Und wir gehen nach vorne. Die Belastung. Was muss ich denn packen, den Muldenkipper? Wo denn genau? Ich sehe gar nichts. Ist das da, wo ich... Da, wo denn genau? Ich habe doch gar kein Ziel. Oder habe ich ein Ziel? Doch, da hinten. 779 Meter. Alles klar. Dann können wir jetzt mal richtig Gas geben. Und wir bleiben in der... Ego-Perspektive, so wie es sich gehört. Allerdings muss ich mal eben gucken, wo wir überhaupt herfahren. Aha, wir fahren hierher und natürlich fahren wir auf die Straße, denn da passen wir original drauf. Wir machen, um sicher zu gehen, mal eben die Scheinwerfer an. Oh ne, ich glaube, das könnte an der Framerate zerren. Lassen wir das lieber. So, zweiter Gang. Und da unten steht der Druck. Ich glaube, den müssen wir beachten. Einen Akku haben wir offensichtlich auch. Okay, wird das Ding halt... Auch wenn es nicht so klingt, auch wenn es eher so nach einem Diesel klingt. Hallo, darf ich jetzt mal rückwärts fahren? Oh ne, jetzt auch nicht, ich stecke fest. Oh ne, ich stecke fest. Oh ne, ich stecke fest. Oh ne. Wo denn? Mit der Leiter da unten, oder was? Guck dir das an, mit der Leiter da unten stecke ich fest.
Ja gut, ich war halt einfach nicht präzise genug. Ich würde sagen, wir beginnen die Mission wieder und vom letzten Kontrollpunkt, der doch sicherlich, jawohl, da ist er drin. Jetzt können wir loslegen, wenn die Handbremse gelöst ist, und da kann auch gerne der JamFM angehen und bei Unreal Deal laufen, oder was? Ich mach mal eben Handbremse. Läuft. Das war mega. Der Handbremsenturn auf jeden Fall, hat uns gut weit gebracht. Es ist ein bisschen fummelig hier zu lenken und gleichzeitig Vollgas zu geben. Ich möchte am liebsten beides dann auf einer eigenen Achse haben und nicht auf einem Stick. Das ist ein bisschen fummelig, weil du kannst dann halt nur halb nach rechts lenken oder halb Gas geben. Das ist ein bisschen blöd. So, jetzt mal nicht da hängen bleiben, da vorne. Wehe, du bleibst hängen. Alles klar. Oh Gott, ich hätte in so einem Ding mal meine Führerscheinprüfung ablegen sollen. Da hätte ich da jetzt keine Probleme mit. Was ist denn das für eine Anzeige? Wie viel Kilo der gerade drauf hat? Bestimmt, oder? Dann kann man sich so als cooler Liebherr-Muldenkipper-Fahrer kann man sich mal zugrüßen und dann der eine, oh, ich hatte heute 800 Tonnen drauf und der andere, ich hatte 802 drauf, und dann können ihre steinernen Penisse vergleichen. So, ich hoffe, ich bin hier richtig und ich komme hier längs, ohne Scheiße zu bauen, mit 50 km/h. Das ist schon, glaube ich, ganz schön schnell für so ein Viech. Handbremsen-Turn. Ja! Na, immerhin. Das war doch schon mal was. Das ging doch schon mal ganz gut. Das geht ja sogar recht flott hier. Ich glaube, der ist schneller als das kleine Ding, was wir gerade gehabt haben, als diese Flughafenkarre da. Ich wünschte, ich könnte die Musik anlassen. Aber das machen wir nicht. Ich fahre jetzt einfach mal über Stock und Stein, komme ich da durch. Ist doch besser, als wenn wir uns da an diesen Tanks vorbeiquetschen. Nee, das muss nicht sein. Dann noch lieber ein bisschen Offroad-Action. Und der Druck steigt auf jeden Fall. Der Kraftstoff sinkt. Ich hoffe, ich komme nur... Nein, und jetzt hängen wir bestimmt wieder fest. Nein. Ich bin der deppigste Depp. Kann ich denn vielleicht kippen? Schon? Da, Druck. Aha, jetzt habe ich den Druck abgelassen. Anhänger nach oben. Das ist natürlich ein Anhänger, das weiß man ja. Anhänger nach unten. Ich möchte bitte gerne hier raus. Ah, scheiße, die Reifen drehen durch. Ja, dann hänge ich hier auf jeden Fall fest. Ja gut, dann mache ich hier nochmal eben was. So, das ging ja schnell. Smart wie ich bin, werde ich aber jetzt hier über die Straße fahren. Jetzt ist natürlich die Frage, fahren wir rechts rum und gucken hier, ob wir durch diese coolen Dinger durchkommen. Natürlich kommen wir da durch, die sind doch extra dafür gebaut. Scheibenwischer. Geil, kann man die anmachen? Ich glaube nicht, aber wir müssen mal wieder Druck ablassen hier. Ja, viel besser. Viel angenehmer. Da lässt es sich relaxter arbeiten. Und hier haben wir auch schon wieder das Toilettengeräusch. So, muss ich da jetzt rückwärts dran? Tatsächlich rückwärts dran. Sieht zumindest so aus. Das wird ja jetzt eine Herausforderung. Kann man den Spiegel sogar nutzen vielleicht? Na, ist da die Markierung auch eingezeichnet? Ich glaube nicht. Wir gehen besser in diese Perspektive und fahren rückwärts. Mit wahnwitzigen 16, 17, 8. Alter, der geht richtig ab hier. So schnell brauchen wir das aber nicht. So, was haben wir jetzt hier? Ist das richtig? Ein Meter noch? Now we can start digging for real. Enter the operator cabin of the bucket wheel excavator and start the engine. Alright, man. So, let's get out of here. Let's jump over here in der Gefahr, dass wir sterben könnten. Ja, wir haben Beine gebrochen, würde ich sagen. Jetzt müssen wir mal eben... Da müssen wir hin? Oh, kann ich da irgendwie über den Berg? Nee. Oh. Oder reicht es einfach nur, wenn ich im Operator-Modus starte? Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Da ist die Treppe, genau. Ja, da muss ich bestimmt wohl im Operator-Modus starten, so wie es da oben steht. Und ich hoffe dann, dass ich da zur Schaufel komme. Zack, 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 zack. Hier wird hochgerannt. Wir laufen die Treppen mit unserem Pferd, denn dann sind wir am schnellsten. Könnten wir da denn überhaupt hin? Ich glaube wohl, ne? Müssen wir gleich mal gucken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding von da aus gesteuert wird. Egal, ich renne da jetzt hin, da ist der Punkt. Ich renne da jetzt hin, denn da ist der Punkt. Go, Johnny, go, und Sprung. Nein, Spaß beiseite. Da müssen wir da wieder hinrennen, das machen wir nicht.
Ich frage mich übrigens, wann Spiele wie diese hier einen MP3-Player einfügen. Genauso wie GTA 5, habe ich mich auch schon mal gefragt. Warum gibt es keinen MP3-Player? Ich glaube, ich bin hier falsch. Wenn man zu Fuß durch die Gegend latscht und dann trotzdem Mucke haben will, könnte man sich ja einfach die Kopfhörer ins Ohr stöpseln. Und zack, geht's los. So, jetzt sitzen wir hier in der Schaufel, an der Schaufelsteuerungskabine. Wir machen den Motor an, wie immer. Start the wheel and begin gathering the ore. But be careful now. To minimize ore loss, peel off relatively small layers of soil at a time. Okay, so we will do maximum power. Ballern die Schaufel direkt in den Berg rein. Nach links drehen, nach rechts drehen. Kann ich schon mal nicht. Handbremse wahrscheinlich gezogen, ne? Ist die Handbremse gezogen? Wieso kann ich hier nichts machen? Ich geh mal eben raus. Mal kurz resetten, weil irgendwie ging das gerade nicht. Ich kann mit dem linken Stick nichts machen. Also, Ausgang, Motor, Kamera, Handbremse, Scheinwerfer, nach links drehen, nach rechts, Auflieger nach oben, Auflieger nach unten, Rad ein, Rad aus. Aha, ich muss wahrscheinlich jetzt das Rad einstellen. Da. Ah, ja, und jetzt kann ich auch moven. Rechts und links und rein und raus. Sprich, hoch und runter. Das ist ja ein Ding. Und wir meinen jetzt mal, würde ich mal meinen. Das ist aber auch nur meine Meinung, ja, ihr müsst es nicht so meinen. So, jetzt können wir auch hier die wunderbare Kamera nutzen. Und sehen wir, graben wir schon was ab? Wo sehe ich meine... Ne, graben wir noch gar nicht. Jetzt vielleicht. Ich drücke ganz langsam. Ich habe vielleicht doch nicht ganz langsam gedrückt. War ein bisschen zu schnell. Aber wir haben schon 5 Tonnen. Geil. Ich mache es jetzt wirklich ganz, ganz langsam. Okay, das ist schon zu schnell. Das ist schon zu schnell. Das ist schon zu schnell. Was ist, wenn ich oben und unten mache? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Aha, da bauen wir aber auf jeden Fall auch was ab. So, jetzt gehe ich mal wirklich mit langsamster Bewegung. Will ich ja eigentlich nach rechts gehen. Aber sobald der ein bisschen Fahrt aufgenommen hat... Guck mal, das ist das Langsamste, was geht. Und ich bin wirklich gerade Chirurgen-Level-mäßig genau mit meinem Controller, mit dem Stick hier gerade. Alter, das dauert ja dann ewig. Was ist denn, wenn ich hier Full Power gebe? Nee, dann belastet sich die Schaufel zu stark. Na gut, ich habe die Maschine kaputt gemacht. Entschuldigung, das ist mein erster Tag als... Ja, Tony, thank you very much. Das ist mein erster Tag als Bauarbeiter hier. Ich glaube, das ist Angry Radio. Wäre da auch schon passend. Aber geh mal, Schmimmer. So, mal hier mit Schmackes ab in den Berg. Komm ruhig ein bisschen runter, weil hier ist mehr Masse. Und dann wird hier geschaufelt. Na, wird hier schon geschaufelt? Oh ja, wird auf jeden Fall an der Framerate wieder rumgeschaufelt. Der Ton übersteuert leicht. Was ist, wo ist eigentlich die Lampe, die ganze Zeit leuchtet? Ja, doch ein bisschen auf die Klötze. Boah. Ich hab's schon wieder kaputt gemacht. Okay, ich konzentriere mich jetzt. Das dauert ja hier alles. Das ist ja... Wie soll man das denn machen? Das ist doch viel zu... gemeingefährlich und feingefühlig. 1000 Tonnen auch noch. Was ist denn da los? Wir brauchen denn so viele Tonnen? Reicht da nicht eine Tonne? Packst du was rein? Tonne voll. Gut. So, jetzt aufpassen hier. Gleich geht's los. Möge der Bergabbau beginnen. Ja, wir sind schon wieder zu schnell. Entschuldigung. Das übt dann zu viel Druck auf die Schaufel aus. Ich mache hier immer so eine kleine Impuls. Immer so ein bisschen zack, zack, zack. Warte mal ein bisschen. Obwohl, wie ist das denn? Gehe ich dann jetzt hier logischerweise hoch und runter? Macht das Sinn? Ich bewege mich doch wahrscheinlich immer erst ein bisschen rechts, nach rechts quasi und dann hoch und runter, um einmal die Stelle abzufräsen sozusagen, ne? Nee, aber das runter bringt gar nichts, gerade von der Schaufelung. Es ist nicht ganz klar, wo die Grenzen dieser Belastung sind, also der Maschine und so. Und außerdem schaufelt die auch nichts, wenn ich die jetzt so stehen lasse. Und jetzt habe ich die schon wieder beschädigt. Es ist doch ein Witz.
Ja, gut, wir probieren das nochmal. Kann ich hier sonst irgendwas einstellen? Nee. Ausleger nach oben. Sollen wir vielleicht ein bisschen nach oben fahren? Das bringt doch alles eigentlich nichts. Wir haben hier genug Berg vor uns, den wir abschaufeln können. Da. Da sehen wir's. Da müssen wir irgendwie die 1000 Tonnen rausholen, aber, ja, dieser Operator-Modus, der sagt mir nicht wirklich viel, wo jetzt genau. Wie funktioniert denn das hier genau? Der hat jetzt eine Tonne, zwei Tonnen, jetzt lasse ich die mal stehen, weil sonst Druck und so weiter. Aber dann bleibt der bei 4 Tonnen, also der gräbt da jetzt nicht noch weiter. Doch 5, 6, aha. Aha. Nee, jetzt muss ich wieder ein Stück rüber. Jetzt wieder Alarm. Und dann gräbt er aber nicht. Und wir kriegen nichts dazu. Dann haben wir jetzt nur 6 Tonnen, haben wir schon hier befördert. Aha, und hier sehen wir, wie es ein bisschen abgeht, aber da ist der Druck auch viel zu hoch. Was? Oder muss ich vielleicht das Schaufelrad ausmachen? Mich dann bewegen? Ne, dann kann ich mich ja nicht mehr bewegen. Das macht ja auch keinen Sinn. Hier gibt es schon wieder zu viel Druck. Oh! Ja, wenn es rot wird, ist auf jeden Fall kacke. Das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Ein bisschen rot geht, offensichtlich. Ich frage mich, wieso der da 128 eigentlich anzeigt und wie ich da hinkomme überhaupt. Ich kann ja nur hoch und runter. Ich kann ja nicht rein und raus zoomen. Oder kann ich auch rein und raus zoomen? Also Zoom, den Arm rein und rausfahren, das meinte ich. Nee. Das war knapp, glaube ich. Das ist hier gleich alles im Arsch. Ich kann das nicht. Und wir haben erst 24 Tonnen, das ist doch ein Scherz. Wie lange soll das denn dauern hier? Vielleicht wird es ja besser, je weiter wir hier in den Berg reinkommen. Ich meine, es ist schon krass, ja, dass wir in der Zeit jetzt hier schon 70 Tonnen Geröll abgebaut haben. Allein vom Volumen her, von der Menge her, ist das schon sehr heftig. Ich glaube, ich habe hier gerade einen Sweet Spot gefunden und kann hier schön entlangfahren und anständig Sachen abgraben. Wie sieht das denn von außen gerade aus? Ruckelig? Okay. Ja, hier geht es richtig zur Sache gerade. Ich weiß nicht warum, aber es funktioniert gerade irgendwas hier. So, wenn ich da gleich am Ende angekommen bin, fahre ich das Ding runter und mache die Fräse nochmal, die Buffet-Fräse. Fahren wir das hier nochmal entlang. Ja, und es verformt sich in Echtzeit, aber die oh Gott, die Frames, oh Gott, was ist denn da so belastend hier? Runter das Ding, ganz geschmeidig. Ich glaube, diese dynamische Erdverformung, die ist ziemlich belastend, weil das hier gerade... Ne, jetzt geht's wieder. Frame ist stabil, aber jetzt geht's wieder. Oh Gott. Ach deswegen. Guckt euch das mal an. Oh nee. Seht ihr das? Die Steine auf dem Förderband. Die werden gar nicht befördert, die liegen einfach nur rum. Und das heißt, das ist hier alles schön dynamisch berechnet, aber auch schön scheiße, weil die da rumliegen. Was kann ich denn jetzt dagegen machen? 13 FPS, Leute. Ich muss auf jeden Fall, darf die nicht angucken. Nee, und selbst dann ist hier... Gleich Schicht im Ne, warte mal, wir machen mal eben das Rädchen aus. Aha, und jetzt werden die auch nicht mehr befördert und jetzt ist die Framerate wieder gut. Oh Gott. Wie kriegen wir jetzt die Steine da hinten hin? Läuft das Förderband noch? Das Förderband läuft, aber die Steine wollen nicht. Die liegen einfach rum. Das ist doch ein Witz. Jetzt machen wir das mal eben wieder an. Ja, und da geht sie wieder runter, weil dann die nächsten Steinchen draufkommen. Och, das ist aber jetzt ein bisschen ärgerlich. Und wenn ich den Arm runterfahre, dann bleiben die in der Luft, die Steine. Pass mal auf. Smarte Idee, ich fahre die Steine jetzt, also das Fließband wieder hoch. Achtung. Da! Jawohl! Ich bin der Beste, seht ihr das? So, es ist natürlich so. Stein ist nicht an Gravitation gebunden. Stein... fällt auf den Boden, wenn es eine gewisse Art an Fließbandgeschwindigkeit erreicht hat. Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Hauptsache, die Steine verschwinden da wieder so ein bisschen. Fahren wir das jetzt nochmal ein bisschen höher, damit die da wirklich auch alle wegtransportiert werden, weil ihr seht das ja links jetzt gerade. Hocken die da noch so ein bisschen rum. Da, und jetzt rutschen sie runter. Wo rutschen sie hin, ist die Frage. Ist natürlich ein bisschen blöd gemacht, dass man hier so schlucken muss als... Schaufelradbagger. Aber jetzt rollen die auf jeden Fall alle runter. Sie zählen aber trotzdem noch als von mir gebaggerte Tonnen.
Super. Können wir das Ding jetzt wieder runterholen hier? Und dann fahren wir einmal nochmal die Straße entlang und dann haben wir wohl unsere 1000 Tonnen voll, will ich doch mal hoffen. Und ja, keine Framerate-Probleme, das ist ja ein Ding. Da bleibt das Fließband also in der Luft stehen sozusagen. Ne, gar nicht. Die Steine bleiben in der Luft stehen natürlich. Und jetzt liegen sie hier am Boden. Ne, das ist Gras, alles klar. So, jetzt mal runter. Runter mit Gunther und dann wird hier nochmal abgegraben. So, und jetzt aber wollen wir uns nicht unseren schönen Fortschritt versauen, indem wir uns da die Maschine kaputt ballern, sondern mit Vorsicht und Bedacht wird hier weiter Terz gemacht. Da, guck mal, das geht doch 600 Tonnen. Oh Gott, jetzt geht die Ruckelorgie wieder los. Nein! Die Maschine ist kaputt. Nein! Okay, ich habe keinen Bock mehr auf die Situation, ich habe keinen Bock mehr auf diese Mission, wir machen was anderes. Ich hab's geschafft, endlich 1000 Tonnen abgeerntet hier, das muss ich natürlich machen, um die nächste Mission freizuschalten. Und nur um euch mal eben kurz zu zeigen, was da passiert ist. Du hast schon genug Rohrerz gewonnen, das ist ja automatisch Protokoll, jetzt müssen wir das Ganze noch in den Muldenkipper füllen. Ich hoffe, das macht uns jetzt keine Probleme, dass wir da so eine Scheiße gebaut haben. Mal eben okay drücken. Dann müssen wir wahrscheinlich hier Silizium geladen, wie soll ich das denn jetzt machen? Schaufelrad? Hä? Warte mal, wir gehen mal hier raus, denke ich doch mal. Jawohl. Können wir uns auch diese schönen Steinchen hier angucken, die hier noch überall unbefördert rumliegen. Ich habe übrigens die Vermutung gehabt, dass vielleicht das Förderband zu, also das steil gewesen ist, einfach um die Steine zu befördern. Aber das macht keinen Sinn, weil die ja die ganze Zeit aufgehört haben zu laufen, obwohl wir da schon eine gewisse Neigung drin hatten. Aber gut, erstmal hoffen wir, dass wir jetzt 275 Tonnen Silikon in den Muldenkipper reinkriegen. Nicht. Boah, ich dachte schon, wir sterben jetzt gerade hier, weil ich dachte, das war eine Treppe und keine Leiter. Ziemlich hinterhältig, diese Schaufelradbagger. Wo muss ich her? Ich kenne mein Schaufelradbagger nicht. Boah, das ist aber schon ein großer Stein, ne? Den kann ich auch nicht. Nee. Kann ja nicht weglaufen oder so. Hier bin ich, glaube ich, ein bisschen falsch. Genau, ich muss da in die Zentrale. Hab jetzt mal eben nochmal wieder die Beine gebrochen. Zap, zap. So, und jetzt bitte einmal warm. Achso, muss ich halten. Achso, ja, habe ich verstanden. Ich wollte auch nur gerne richtig zugucken. Da sehen wir, wie es reinfällt. So, das waren jetzt 10. Wie viele haben wir denn so? 12. 20. Wie kommt der da so? Ich frage mich echt gerade, wo die anderen hingefallen sind. Sind die jetzt auf dem Boden oder? Und haben wir jetzt nur 500 zur Verfügung, weil der Rest ja noch auf dem Förderband ist? Oder? Fragen über Fragen, man weiß es nicht. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich weiß bloß, dass wir gleich auf jeden Fall wieder den Muldenkipper irgendwo hinfahren müssen. 140 Tonnen, das läuft. Bisschen umständlich, ne? Wenn eine Person so einen ganzen Schaufelradbagger betreibt übrigens, den auch noch betreibt und wartet und repariert, ja? Und die Ersatzteile dafür zurechtklöppeln muss. Bisschen umständlich, glaube ich. Vor allen Dingen, wenn der gleiche Typ dann auch noch den Muldenkipper fahren muss. Aber es ist ja einfach eine Ein-Mann-Baustelle. Ich habe das hier alles selber großgezogen und hochgezogen. Ich habe auch die ganzen Sachen selber gebaut, geschmiedet und aufgestellt und so. Und ich habe auch die Steine vorher alle hier hingefahren, angehäuft, ein bisschen abgewartet. Und zack, fertig hast du einen Bergbau, eine Kiesgrube. So, jetzt mal eben hier. Ich glaube, für solche Momente sollte ich wirklich auch eine Facecam anmachen, weil ich, ja. Ja. So, was hier? Maschine kann jetzt nicht bedient werden. Nee, natürlich nicht, weil... Bäh. So, das ist der Grund. Deswegen kann die Maschine einfach jetzt nicht bedient werden. Genau, ich hab... Wir springen vor lauter Vorfreude jetzt den Muldenkipper mit 22 FPS fahren zu dürfen. Springen wir so die Treppe runter, dass wir uns da die Beine kaputt hauen. So, zack, zack, zack. Ich hoffe, der macht beim Fahren keine Probleme. Handbremse, Motor. Gib ihm. Aha, Belastung 296 Tonnen. Und ich wette, jetzt steigt der Druck auch schneller. Sollen wir eben gucken, wo wir denn wieder hin müssen. Ohne irgendwo hängen zu bleiben. Natürlich, da hinten weiß ich natürlich in diese Dings, ne? Müssen wir das entladen. Aha, Steine bewegen sich. Das ist auf jeden Fall Grafik... Grafikintensiv. Oder ich weiß nicht, die CPU oder was rödelt da gerade? Ich habe keine Ahnung. Ist das schon mit Nvidia Physics? Ich weiß es echt nicht.
Aber gut, das müssen wir jetzt mal über uns ergehen lassen. Ich kann ja vielleicht eine andere Kameraperspektive nehmen, die dann nicht ganz so doll ruckelt. Nee, es ruckelt alles scheiße doll. 26 FPS. Achso, so haben wir nur 19. Ja, ist natürlich perfekt. Achso, ich glaube, weil der dicke Bomber da hinten im Bild noch ist. Sieht schon geil aus, also von den Dimensionen her. Ist jetzt nicht das hübscheste Spiel, aber es vermittelt einen guten Größeneindruck, glaube ich, auch von so einer, ja, von so einer Kiesgrube. Und außerdem, was man im Trailer noch so gesehen hat, werden wir uns vielleicht gleich auch nochmal angucken, wenn ich es hier schaffe, mal eine Mission zu beenden. Ohne hier Steine verlieren zu wollen, will ich da auf die Straße übrigens drauf. Weil wir sonst an dieser Mauer nicht vorbeikommen und im schlimmsten Falle wieder hängen bleiben. Schön übrigens auch zu sehen, wie das 3D-Modell, das kann man im Schatten sehen, ein paar Lücken aufweist. Ein paar Lücken. Das ist ein Abklatsch von Parship. Da, jetzt steht da auch übrigens 300 drauf, weil wir voll ausgelastet sind. Und wir fahren auch nur 14 km/h, allerdings um die Kurve. Mal eben Druck ablassen kurz. Give it up. You're never gonna be a Kiesgrubenarbeiter. Ich erfinde einfach mal selber die Musik, die da gerade läuft. Oh, guck mal, wir haben CB-Funk. Ich möchte Leute CB-Funken und Scheinwerfer anmachen. So, da können wir gleich abladen. Das sieht doch sehr gut aus. Wo, wie, was, wo? Aha, wir müssen, glaube ich... Boah, wehe, ich muss gleich nochmal 250 Tonnen holen und dann nochmal, bis wir die 1000 Tonnen, die wir abgetragen haben, auch hier reingefüllt haben. Das mache ich aber nicht. Das wäre schon Grinding vom Feinsten hier. So, was ist, wenn ich jetzt nicht treffe? Jawohl. Oh, guck mal, aber der wackelt schön, wenn man vorne zurückfährt. Das sah gut aus. So, jetzt mal eben, wie waren die Knöpfchen? Jawohl, Anhänger nach oben, der Anhänger natürlich. Muss ich gedrückt halten. Ist auch gut, da können wir das vorsichtig machen. Was ist das überhaupt, ein Container? Ist das? Aha, der wird nachher von einem LKW dann abgeholt. So, Vorsicht, 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 nicht das, was daneben geht. Vorsicht! Bisschen nach vorne fahren vielleicht noch. Jawohl, dann können wir ein bisschen besser dosierter... Oh yeah, wir können das... Burn, baby, burn. Let's do the burnout. Ich hoffe, ich... Alles klar. Ich hoffe, ich habe die nächste Mission freigeschaltet. Geil. Ordnung muss sein. Workday, the silicone containers must be properly stored. Yeah, that's what I said. We use the mobile crane to move the containers. All right. The machine in the designated area. As always, you can use the Schlepper 30M. Oh, amazing. Okay, ich denke, das werde ich machen. Wusste ich gar nicht, dass das ein Schlepper ist. Guck mal, jetzt haben wir aber hier ein neues Setting, so wie es aussieht. Obwohl, ne, wir müssten ja eigentlich immer noch die gleichen Container zu transportieren haben. Aber egal, wir gehen erstmal in unseren kleinen Schlepper. Was kann der denn so schleppen? Hier ist auf jeden Fall eine Schleppkupplung. Können wir ein paar Eulen abschleppen. Also ich bin ein Tierfreund, ne, deswegen. So, Radio an, zack. Und los geht's. 52 Meter, wo fahren wir denn daher? Ich hätte gerne einen Navigator für die 52 Meter. Hier ist auf jeden Fall falsch. Ob ich auch sterbe, wenn ich fest genug irgendwo gegenfahre oder vielleicht sogar aus dem Auto rausfliege, Red Bull-mäßig? Die Kisten werden es uns sagen! Nein. Gut, dann geht's in diese Richtung hier. Es läuft übrigens gerade Kevin's Classics. Scott Joplin mit Thick Leaf Rack. So heißt es die, da kann ich nichts für. So, ziemlich direkte Steuerung hier übrigens, der gute Kollege. Und was ich gerade rausgefunden habe, wenn ich, glaube ich, den Motor ausmache, zieht er automatisch die Handbremse. Das werden wir gleich mal gucken, wenn wir an unserem Bestimmungsort sind, dass wir das genauso machen werden. Alter, das war keine Handbremse, der ist einfach nur sehr, 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 sehr sensibel zu spielen und zu steuern. Starte den Karan. Wo ist denn der Karan überhaupt? Und wo ist überhaupt unser Schaufelrad-Bagger? Egal, wir müssen jetzt erstmal hier mit Handbremse cool. Ne, wo genau? Okay, dann hätte ich doch da hinten links gemusst. Handbremse cool. Yeah, das läuft doch. Mal eben Motor wieder anmachen, damit wir uns gleich nicht im Weg stehen beim Ausparken des Karanes. So, zack. Und wir steigen aus. Ja. Hat der hier der Stahlträger für uns gebremst, gar kein Problem. So, da sind wir. Ich dachte gerade kurz, das hier ist vorne. Ach nee, das ist die Krankabine, okay.
Guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Achsen. Das ist mal eine Giant Machine auf jeden Fall. Also es ist schon geil. So, und guck mal, wie viel wir da ausfahren können werden. Das ist Teleskop vom Feinsten. So, sitzen wir drin. Wir machen natürlich Motor an. Lösen die Handbremse. Ah, die ist sogar animiert. Das habe ich gerade noch gar nicht gesehen. Was liegt da drin? Bananen? Ah, ne, ist Feuerlöscher und das sind die... Sag ich das wie Bananen? Aber Hauptsache ein Kaltgetränk dabei. Super. So, los geht's. Mal gucken, wie schnell wir das Ding bewegen können. Wow, da kommt fast der Haken da vorne auf den Boden. Auch hier müssen wir den Druck gegebenenfalls mal ablassen. Oh, eine schöne Kranschwingung, die wir da beobachten können. Das wird uns bestimmt nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Aber, boah, guck mal, was für ein langes Gerät ich endlich mal habe. Vorne haben wir die Krancam und da die Hakencam. Aha, die gibt's beide, okay. So, jetzt packen wir hier mal geschmeidig ein, ziehen die Handbremse und dann werden gleich Silikoncontainer verladen. Ist das schon gut so? Ich finde, das ist doch gut so, oder? Ich bin ein bisschen daneben. Entschuldigung, ich bin ein bisschen neben der Spur. So, und jetzt rückwärts. Ist aber auch, wie gerade schon gesagt, nicht leicht mit solchen... Hallo? Bitte rückwärts. Oh nein! Nein! Ich bin zu weit vorwärts gefahren, jetzt hängen wir auf. Nein! Die hängen auf, wunderbares Deutsch. Och nö. Handbremse ziehen. Och scheiße, ich kann hier nicht in den Kranmodus auch nicht. Ja gut, dann machen wir das nochmal. So, jetzt aber vorsichtig. 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 Ich bin auf jeden Fall schon besser drin als gerade, aber ich glaube immer noch daneben, kann das sein? Ne, da. Da war es doch. Da. Jetzt muss ich hier stehen bleiben. Wieso muss ich denn jetzt hier stehen bleiben, damit der... Na gut. Get into the operator cabin of the mobile crane. And fully spread it. Stell den Kran ganz auf. Das werden wir tun. Motor aus. Motor an vielleicht. Muss der anbleiben? Nein, der muss aus, damit ich hier raus kann. Und dann muss ich nach hinten in die Kabine bestimmt. Jawohl, ich kenne mich doch hier schon aus. Was ist das eigentlich? Stimmt's für meine Stützen oder sowas? Damit ich die ausfahren kann. Kann das sein? Kann das sein? Ah, hier muss ich rein. Zack, zack. Wieso klingt das immer so, als ob da einer vorher drin gesessen hat, der gefurzt hat oder so? Das weißt du wahrscheinlich, dass seine Arbeitskollegen furzen und dann... Und dann geht er da rein und hält jetzt die ganze Zeit die Luft an, während wir hier sitzen und labern. Motor. Motor läuft. Hat er seinen eigenen Motor? Cool. Entfalten. Und zusammenlegen. Entfalten. Zusammenlegen. Okay. Ziemlich laut. Ziemlich nerviges Geräusch. Aber hier sehen wir erstmal, wie sich die Krankabine entfaltet. Und jetzt lasse ich es einfach gedrückt und ich wette, dann stellt er sich gleich auf. Ah. Es ist wie im Freizeitpark einfach. Ach, guck mal, jetzt fährt er sich da oben hin. Das ist ja geil. Gibt's das denn echt auch? Oh, wie laut die Geräusche hier sind und übersteuern einfach nur. Und da fahren die Füße aus. Das ist schon cool. Ich glaube aber auch gut, dass man da nur Knöpfe drücken muss und nicht jetzt 18.000 verschiedene Knöpfe noch. Das würde das Ganze unnötig verkomplizieren. Und diese Animation schaut man sich ja eh nur einmal gerne an. Alright, I think I'm ready. So, jetzt haben wir auch ein neues Menü hier. Zusammenlegen brauchen wir nicht. Nach links gehen, nach rechts gehen, Aufträge unten. Ausklappen und zusammenklappen. Was macht der jetzt hier gerade? Der macht irgendwas Automatisches. Ich habe nichts gedrückt. So, ausklappen und einklappen. Aha! So, und hoch geht natürlich auch. Geil, Alter, das sieht aus wie so eine... Heuschrecke, Alter. Eine gelbe Heuschrecke. Das ist richtig geil. Jetzt fahren wir hier mal rüber. Fahren hier mal aus den Dings. Aus den Hands. Da, Krankamera. Super, wir müssen gar nicht so hoch. Kran- und Hakenkamera. Und jetzt kann man noch Haken nach unten und nach oben. Wie geht das denn? Da, da ist nach unten, da ist nach oben. Geil. Also ist wirklich jetzt gar nicht mal schlecht. Wenn man so alte Sachen vielleicht schon kennt und gesehen hat. Das ist schon witzig, so groß. Ich meine, guckt euch das mal an, was für eine Spannweite. Also das ist schon... Das ist schon heavy. Ich sage immer tausendmal, das ist schon. Und aber nichts danach. So, du musst mal eben zurück hier. Sag du auch, kann ich dich andocken automatisch? Macht er das? Bisschen nach rechts. Ja, macht er automatisch. Zack, haben wir da Dinge dran und hoch geht die Party.
nicht so nach links, bitte. So, jetzt den Haken können wir auch mal einfahren, jawohl. Und jetzt schwenken wir rechts rüber, links rüber. Ohne hier die Wasservorräte zu beschädigen. Ja, läuft. Jetzt können wir nicht eigentlich auch wieder ausfahren. Ups, 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 ups. Also einfahren können wir nicht eigentlich auch wieder. Es ist der Hidden Blues. Den wir nicht hören, denn er ist versteckt. Guck mal, da müssen wir jetzt genau platziert arbeiten. So, jetzt ist natürlich die Frage, die Option hätte ich nämlich ganz gerne, wie ich den Haken drehen kann. Das würde mich ja schon interessieren. Ich falle die ganze Zeit falsch hier. Weil normalerweise gibt es das ja dann auch, wenn man so einen Kran bedient, dass man jetzt den Haken, weil so passt der da ja nicht hin, wie ihr seht, ne? Oder müsste ich den vielleicht erst von unten anpassen, sozusagen? Und dann kann ich den so mit einer Schablone kann ich den hier ranlegen. Ja, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Das sieht doch professionell aus. Da würde ich doch... so einem Arbeitgeber würde ich doch vertrauen. So, jetzt ein bisschen weiter ausfahren noch. Also so einem Arbeitnehmer natürlich. Der weiß, wie man Bagger fahren kann hier. So, und jetzt runter mit dir, bitte. Ja. Looks good, mate. Sehr gut. Alles klar, rechts rüber. Ich bin der King. Ich hab's drauf. Ich bin der beste Riesenkranfahrer der Welt. Der sich gerade eben noch als Baggerfahrer bezeichnet hat. So, können wir ein bisschen raus, den Haken. Ja, hier sieht man doch derbste Treppchenbildung und sowas. Ist nicht ganz so schön, aber ist auch die mittlere Grafikeinstellung. Habt ihr ja gesehen, aus welchen Gründen das dann auch notwendig ist. So, fahr raus. Auf den Färöerinseln. Ein bisschen weiter rechts hier. Oh ja, genau. Das ist meine Challenge. Wenn mir hier die Geräusche nicht so auf den Sack gehen würden, könnte man das vielleicht sogar als Chance ausprobieren. Da, guck doch! Boah, nee, das geht nicht. Die übersteuern so die Geräusche im Cockpit. Das geht überhaupt nicht klar. Da sollte man auf jeden Fall nochmal dran, weil das stört. Die sind so schon nicht geil, die Geräusche. Wieso drehen sich meine Räder eigentlich? Na, die sind so schon nicht wirklich geil, die Geräusche. Aber im Cockpit ist das schon... wahrscheinlich, weil die ja so laut sind, ne? Hier sind sie ein bisschen leiser aufgrund der Entfernung. Aber das ist nicht geil gelöst. So, links rüber, zurück und ein bisschen runter kann er auch schon. Runter sind wir jetzt eigentlich genug. Nur noch links rüber. Oh, es ist aber auch dumm. Du musst den Stick genau nach links halten, sonst fährt er hoch oder runter. Ein bisschen weiter raus müssen wir jetzt auch schon wieder. Zack, Schablone. Runter. Und der verzögert auch. Das ist keine sehr direkte Steuerung. Immer wenn ihr das Geräusch hört, mache ich quasi eine Bewegung. Und jetzt, so lange zieht er noch nach. Aber gut, wir fahren nicht nochmal weiter aus. Weiter rechts. Weiter aus. Weiter rechts. Und runter. Ach, ich kann ja auch den Dings, da. Zack, sitzt das Ding. Fertig. Rechts rüber wieder. Das läuft doch wie am Schnürchen. Ich glaube, die letzten beiden machen wir aber trotzdem mal hier im Zeitraffer. Da mach ich's schon. Wow, muss ich mal eben kurz an dieser Stelle sagen. Holprig hat's ausgesehen, aber das war ja wohl eine Punktlandung. Jetzt verstehe ich auch, warum die Dinger da sind. Habt ihr das gesehen? Wir sind daran wir sind daran hängen geblieben und das soll diese Challenge sein, dass man da die Dinger, die Kartons wieder richtig drehen muss, die Container. Fiese Map. Aber jetzt mal eben wieder Profi-Einpack-Skills hier. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Noch mal ein bisschen nach links rüber und noch mal ein bisschen wieder raus hier. Nein, das war zu weit. Noch ein Stück. So, und jetzt wieder runter. Ja, bitte. Also, Leute, das ist ja wohl herrlichst. My kind of order. Yeah, I know. Moving the silicone load should proceed according to plan. That's amazing. Nächste Mission. Wir haben die nächste Frage geschafft. It's amazing. Als Deutscher bist du halt einfach auch, ne, Ordnung ist unser halbes Leben. So, the first transport of silicone ore is on its way to Florida. Ensure the safe delivery of the goods. We're already halfway there. Refuel the haul truck to continue transportation. So, jetzt muss ich auftanken. Ich dachte schon, muss ich jetzt echt nach Florida fahren, oder was? Geil, Tankschlauch, Ghostbuster-Style, sehr cool. Was ist das hier so? Diesel-Fuel-Warning. Keine Handys, sehr gut. Wir machen mal eben Bienchen und Blümchen.
Refueling will stop automatically at a full tank. That's amazing. Wir tanken den Muldenkipper, das Ventil ist natürlich hier oben. Wie einfach wäre es, das nach unten zu verlegen. Aber jetzt ist erstmal getankt. Bing, 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 bing. Ist zum Glück keiner, also brauchen wir auch nicht bezahlen. Das ist wunderbar. Es wird automatisch gestoppt, also denke ich doch mal auch automatisch wieder geschlossen. Wo steht denn hier, wie viel ich getankt habe? Ich möchte noch ein bisschen... Ach, da oben ist eine Anzeige. Mal eben schnell wieder hinrennen. Oh, schade. Alright, break's over. Start the whole truck and proceed with ore transportation. Ja, nächster Kontrollpunkt ist das Motel, alles klar. Müssen wir da jetzt echt rein und den starten und die 600 Meter bis zum Motel fahren? Das ist natürlich eine Bombenmission hier. Zack, aber es regnet, deswegen sitzen wir zum Glück wieder in unserem gemütlichen Zuhause hier. Stefan Kartenberg, Girls Like You Love to Drive a Muldenkipper. Der berühmte Hit aus den 80er Jahren. Wer kennt ihn nicht? Danger, Danger, High Voltage. Wie wir auch so ein Fadenkreuz haben, ne? Als ob man im Moment GTA-Style aus einem Muldenkipper rausballern könnten. Da gibt es natürlich einen Muldenkipper in GTA. Der wirkt aber, glaube ich, nicht ganz so brachial riesig wie dieser hier. Guck mal, wir haben sogar eine Plane oben drauf. Geil. Können wir ein bisschen Trampolin springen. Und auch Leute, brennende Leute aus brennenden Häusern rennen, die retten, die noch springen wollen. Und sich vielleicht vom Flugwind löschen lassen wollen. Was zur Hölle? Nee. Wo sind wir denn jetzt? Was soll denn das? Wo sind wir denn jetzt hängen geblieben? Hier vorne am Zaun oder was? Dieser Zaun oder was? Das ist ja wohl ein Witz und jetzt bin ich hier in einer Austin Powers. Nee, oder? Geh doch kacken. Geh doch kacken. Ja, das sind Zäune aus massivstem Stahl. Die sind 80 Meter in die Erde eingelassen, einbetoniert quasi. Das heißt, die fußen in einem 80 Meter tiefen Betonbett und sind dementsprechend auch für so einen Muldenkipper nicht aus der Erde zu reißen. So, jetzt geht's hier mal wieder voran. Wir können auch eigentlich mal die Scheinwerfer anmachen. Jetzt ist ja das Wetter dafür da. Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen aufstoßen. Ich weiß nicht warum. 120 Meter. Ich sag euch, wir machen auch nicht mehr lang. Das stimmt. Das soll ja auch nur ein kurzer Einblick werden. Aber ich habe gerade irgendwie ein bisschen Bock dran, muss ich sagen. Ich will noch wissen, was so kommt. Damn, oh no. Emergency. Has collapsed under the weight of a truck transporting fresh wood. Fuck. Pull on over and check on the driver's condition. Alright, I'll schnell dahin fahren, denn da ist eine Brücke eingestürzt. Eine Brücke eingestürzt, ich muss hier parken. Ich hoffe wohl nicht rückwärts, nee, das ist gut so. Eine Brücke eingestürzt unter der Last eines Holztransports. Und da liegen die Holzscheite. Scheite. Die Holzscheite liegen auf dem Weg. Genommen, American Exit. Was ist denn jetzt? Ah, na dann. Driver's already been transported to the nearest hospital. However, we can't allow logs to block the only road in this village. I got you a brand new demolition shear for the job. Go on and cut up all the logs. Abrissbagger, alles klar. Motor aus, obwohl ich natürlich jetzt mal eben da hinten hätte fahren können. So, nochmal irgendwie Beine brechen hier. Okay, ich glaube, wir haben uns beim ersten Mal auch nicht nur die Beine gebrochen, sondern sind auch gestorben. Ja, es tut mir leid. Wir werden die Treppe nehmen und uns erst ab hier die Beine brechen. Oh, nicht mal. Cool. Zack, gerannt. Oh, geil, das ist doch mal ein Bagger. Das sind aber auch echt lange Holzstämme, die da geladen wurden. Wo ist denn das schächtige Gefährt? Ach, da ist der LKW. Genau, umgekippt. Das sieht nach dem Hänger aus. Aha, aha, aha. So, ab die Treppen hoch. Das hier ist ein AP Defcon Defshore Bagger, der uns jetzt mal hier helfen soll. So. Po. Toll. Hier können wir nur auf die Dingens drauf. Das ist ja wirklich super. Wenn man mal auf der Kette stehen will, kann man das tun. Allererste Sahne. Hier gibt es auch wieder die gleichen Knöpfe wie gerade oben auf dem Schaufelradbagger. So, und jetzt, da ist die Kabine. Es regnet, es pisst. Und wir sitzen drin, machen den Motor an. Scheinwerfer an. Jawohl. Das sind doch mal Scheinwerfer. So, und jetzt wird gebaggert, würde ich sagen. Wir gucken mal eben. Was haben wir denn so für Möglichkeiten? Druck. Natürlich, jetzt drücken wir hier mal rein. Aha, Maschinistmodus. Sehr cool. Können wir den also hiermit theoretisch rumfahren? Das geht. Den lassen wir aber, glaube ich, so stehen, oder? Weil der ist doch bestimmt weit genug weg. Boah, guck mal, die Kralle da unten. Geil, wie so ein
Papageienschnabel oder von einem Riesenkeimer. So, einmal dich hier an. Und dann geht's schon los. Jawohl, ich weiß einfach intuitiv, was zu tun ist. Da. Hallo, was ist das schon? Schere nach links, Schere nach rechts, aha. Ja gut, aber wie geht die denn jetzt? Ach da, alles klar. Okay, das wollte ich wissen. Wie kann ich da ausfahren? Und jetzt kann ich den damit ranholen. Jawohl, das läuft doch. Mal gucken, was wir hier für einen Arm haben. So, jetzt muss ich einfach nur auseinander schnibbeln oder was? Schneiden. Ist das gleichzeitig? Nee. Ah ja, die beiden gleichzeitig. Sehr gut. Kann ich euch nicht wegdrücken vielleicht auch? Nee, kann ich nicht. Schade. Also auch einklappen, würde ich auch direkt schneiden hier. Ich will ja gar nicht verlassen, ich will schneiden. Da, zack. Und zack, und zack. Nee. Mal wieder einfahren hier, den Hobel. So, und jetzt aber wieder Achtung. Zack. Was war das denn? Hat uns da... Ist da eine Bombe explodiert oder was? Was zur Hölle? Ich fahre nochmal ein Stückchen nach vorne. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher für uns. Was war das denn jetzt? Ist uns da der Dings abgebrochen? Weil dann möchte ich das nochmal... Dann provoziere ich das jetzt aber nochmal. Einmal dich hier wieder zum Ausfahren, genau. Und dann nach unten drücken, damit der Arm wieder nach unten kommt. So, jetzt muss ich auch mal eben gucken, was da jetzt gerade passiert ist. Was ist denn, wenn wir jetzt... Hier einfach mal ein bisschen rum. Alter, okay, da war die Belastung zu groß und da gibt's echten Schaden. Das ist schon irgendwie ganz, ganz nice, dass da auch so ein Ding abfallen kann. Es sieht gerade schon sehr professionell aus, was ich hier mache. Aber ich glaube, hier bleiben wir nicht in dieser Ansicht. Das ist mir ein bisschen zu fummelig. Andererseits. Zack, zack. Zack, zack. Nee. Geht nicht. Wir nehmen diese Ansicht. Ja, das sieht doch gut aus. Hätten aber, glaube ich, ein bisschen näher rangemusst. Kann ich jetzt wieder so gehen? Jawohl. Und dann kann ich doch jetzt eigentlich fahren. Wenn die Handbremse gelöst ist. Jawohl. Easy. So, jetzt aber nicht zu weit. Und dann wieder in diesen Modus und dann zack, zack. Weil, pass mal auf, ich bin jetzt klug. Jetzt gehen wir in diesen Modus und dann fahren wir wieder zurück. Handbremse lösen. Handbremse ziehen, zurück in diesen Modus. Und wieder nach vorne fahren. Und dann wieder zack, zack. Ach nee, warte, wieder zurück in den Modus und zack, zack. Nee, gleich haben wir's. Zack, zack. Ich will das Ding halt nicht kaputt machen hier. Kann ich auch hier unten schneiden? Nee, kann ich nicht. Nee. Ja, dann ist die Fahrmethode doch ein bisschen angenehmer. Zack, zack. Nein. Da aber. Komm, da unten. Gib's mir. Let me cut it, bitch. Ja. Ich bin der geborene Holzfäller hier. Einmal noch ein bisschen nach vorne fahren. Und ganz unproblematisch. Unproblematisch. Da. Zack, zack. Nein. Schade. Mal ein Stück nach vorne. So. Und jetzt die letzten beiden, die letzten dreien. Nein, stopp, nicht hängen bleiben. Ja, so, so und dann wieder so. Ja, bleiben wir schon wieder hängen. Nachher reißt das Ding wieder ab, das will ich nicht. Ja, ich komme hier wirklich sehr gut mit der Steuerung klar. Wir fahren nochmal eben nach vorne. Geil, wie der so wackelt. Das sieht gut aus. Schon ein bisschen zu nah, der Arm biegt sich. Wir gehen lieber wieder zurück in den Modus und schneiden. Jawoll. Und jetzt nochmal ein bisschen nach vorne fahren. Und schneiden. Jawoll. Alright. Good job. Now, take the demolition shear off the road and get back to the haul truck at once. Der Toni lässt sich da immer ganz schön Zeit mit den Aussagen, ne? Es ist ein bisschen übertrieben. So, wo musst du jetzt hin? Entschuldigung, was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich mal eben letzte Nachricht anzeigen. The road's clear. Good job. Okay, einfach wieder mit dem Mullkipper weiterfahren. Kann ich da drüber heizen? Ich glaube doch wohl eher nicht. Hätte ich die jetzt aus dem Weg noch räumen müssen?
Das hat mir doch keiner gesagt. Ich stell den erstmal auf den Seitenstreifen hier. Unseren kleinen... kleinen Greifbagger mit dem Kaimar-Arm. Handbremse aussteigen. Ja, Motor aus, aussteigen. Zack, zack, Beine brechen. Ne, wo war die Treppe? Die war doch hier, oder? War die nicht hier? Bin ich. Ja, ich bin blöd. Alles klar. Zack, zack. Lässt mich gehen hier. Gut, dass wir noch Licht angelassen haben. Nicht, dass die Batterie gleich leer ist und wir schieben müssen. Das würde ich zu gerne sehen. So. Zack, zack. Genau. Zack, zack. Wir drücken die richtigen Knöpfe und Motor an und Handbremse los und Gas. Gibt die Luzi. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir da drüber kommen. Ich unterstelle einfach mal, dass wir jetzt voll an den Baumstämmen hängen bleiben werden, die sich in Luft aufgelöst haben. Ja, das ist natürlich herrlich. Dann kommen wir hier auch schön in Richtung California. Ne, Florida, wo mussten wir hin? California mussten wir hin. Und das werden wir jetzt mal tun. Und ich glaube danach... Ach komm, wir müssen das Motel erreichen, stimmt ja. Und in 6 Minuten machen die zu. Dann kommt da keiner mehr rein, dann hast du Pech gehabt. Ich glaube, danach soll es das auch gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich es privat noch weiterspielen werde oder habt ihr Bock auf noch eine Folge, weil ich habe irgendwie Bock zu wissen, was da noch so kommt. Vielleicht spiele ich das einfach noch ein bisschen weiter, während ich renne oder so. Und, naja, kann euch dann nochmal vielleicht in der Spezialfolge irgendwelche geilen Sachen zeigen. Oh, guck mal, eine Windmühle. Da ist aber hier landschaftstechnisch schon so ein bisschen was. Da steigt Qualm auf und so, also da ist schon so ein bisschen was. Sieht jetzt nicht unbedingt geil aus, aber es regnet, es ist dunkel. Trotzdem 30 FPS. Ja! Und Handbremse mit Motor aus. Oh, great. Oh. Tornadoes are raging all over the road. You gotta leave this area before it's too late. Oh, nee, ich wollte mich doch jetzt ins Motel legen. Und außerdem mal die Handbremse anziehen. Und außerdem sind das offensichtlich... Was ist hier los? Der Motor war aus. Warum war der Motor aus? Das sind offensichtlich keine... Es ist kein Qualm, es sind Tornadoes. Das ist, ziemlich kleine Tornadoes, muss ich dazu sagen. Ja, aber ich glaube, wir freuen uns erstmal hier, dass so ein Motel einen Parkplatz hat, der groß genug ist für Mulden. Das ist, glaube ich, auch nicht verständlich. Und ich sage danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Können wir jetzt eigentlich hier auch kippen? Tatsächlich. Könnten wir machen. Macht er aber nicht. Nee, will er nicht. Okay, danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge, die vielleicht kommt, je nachdem, wie viel Bock darauf habt. Und ja, wir müssen den Tornados entfliehen. Das aber, naja, lasst mal meine Sorge sein. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.